großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fellner Live. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Noch mehr freue ich mich heute allerdings über unseren Gast im Studio. Herzlich willkommen, Marlene Swatzek. Dankeschön, schönen guten Abend. Eigentlich wollte ich ja fast sagen, sie ist ein bisschen der politische Mozart aus Salzburg, der zu uns gekommen ist. Einziges Wunderkind der FPÖ, darf man aber schon lange nicht mehr sagen, weil aus den Schuhen ist sie längst entwachsen. Mittlerweile ist sie eher mehr so eine Art Wonder Woman, die ordentlich aufräumt in der Stadt Salzburg und in der Opposition ordentlich austeilt. So manch einer fürchtet sich, insbesondere der noch Landeshauptmann Wilfried Haslauer. All das wollen wir heute mit ihr besprechen und noch viel mehr, wie sie ihn vom Thron stürzen will, weil das will sie, ob sie überhaupt mit ihm regieren würde, wenn er denn genügend Punkte kriegt, die sie ihm noch lässt, ja? Und wer sonst noch vielleicht in Frage kommen wird. Aber wir wollen natürlich auch dorthin drücken, wo es wehtut, nämlich auf all die offenen Wunden, die mittlerweile im Wahlkampf aufgetaucht sind. Gerade heute kommt da eine Presseaussendung von der Frau Pallauf aus Salzburg, die sagt, der Ton innerhalb dieses Wahlkampfs ist entsetzlich, denn die ÖVP-Wahlplakate sind geschmiert und verunstaltet worden. Und so zwischen den Zeilen kann man dann irgendwie rauslesen, nachdem da überall FPÖ-Parolen oben stehen, das war's ihr. Habt ihr damit was zu tun oder wie schaut das aus? Wie hart ist der Ton tatsächlich im Wahlkampf? Ja, wir sind ja im Bundesland Salzburg offensichtlich an allem schuld, zumindest wenn es nach der ÖVP geht. Also dass Wahlplakate leider Gottes immer wieder zerstört werden und Opfer von Vandalismus werden, das ist ja nichts Neues. Das trifft uns als FPÖ auch besonders stark. Also es ist nicht so, dass die Wahlplakate, die wir momentan stehen haben, völlig verschont bleiben davon. Ja, das zeugt halt von einem Demokratieverständnis, das nicht unseres ist. Wir sind eher bei den Argumenten und bei der sachlichen Diskussion. Das ist die ÖVP offensichtlich auch nicht mehr gewohnt. Das haben in den letzten Jahren gemerkt, dass sie mal ein Gegenüber hat, das ihr tatsächlich auch den eigenen Spiegel vorhält und auch kritisiert. Und zwar in einer Art und Weise, wo man sich wechselseitig in die Augen schauen kann, aber trotzdem nicht einknickt, gerade wenn einem ein Landeshauptmann Haslauer gegenüber sitzt. Also ich glaube nicht, dass der Ton rauer geworden ist, im Gegenteil, aber es wird halt mehr und offener diskutiert und das ist in der ÖVP halt offensichtlich nicht gewollt. Ganz großes Thema bei euch natürlich immer noch Corona. Man hat jetzt in Niederösterreich gesehen, der Udo Landbauer hat es vorgemacht. Johanna Mikl-Leitner hat sich da doch ein bisschen einsichtig gezeigt, was ihre Corona-Maßnahmen betroffen hat und auf den Kurs der FPÖ gelenkt. Ähnliches habt ihr in Salzburg auch vor, weil ihr prangert es ja da ordentlich an, dass die Corona-Politik von Wilfried Haslauer nicht okay war. Warum? Weil eigentlich ist ja Salzburg ganz gut davongekommen, wenn man jetzt in den Osterfestspielen schaut, Buchungslage ausgezeichnet, Restaurants alle voll. Was gibt es da zu meckern? Ja, das war das Wichtigste, auch in der Corona-Zeit für den Herrn Landeshauptmann, dass die Festspiele funktionieren und dass alles, was sich irgendwo in seinem Umfeld so abspielt, dass das funktioniert. Aber unser Landeshauptmann war der Erste, der beispielsweise bei den 2G-Kontrollen sofort angeordnet hat, dass an der Kasse jetzt scharf kontrolliert werden muss. Das hat man in keinem anderen Bundesland gehabt, aber in Salzburg. Er war bei der Impfpflicht einer der Ersten, der dabei war. Er war aber auch einer der Ersten, der dann irgendwo versucht hat, umzudrehen, was wenig glaubwürdig war. Und jetzt behauptet er sogar, er war da überall nicht dabei. Also es ist irgendwo ein Schlingerkurs, heute so, morgen anders und man weiß überhaupt nicht mehr, ob man sich auf das Wort des Landeshauptmanns verlassen kann. Und ich bin schon der Meinung, wenn man sich jetzt irgendwo auf die Fahnen heftet, gerade im Bund der ÖVP, dass man Versöhnung will, dann muss man das ernst meinen und dann kann das nicht in einer Verhöhnung irgendwo enden, wie es ja momentan auch der Fall ist, wo auch der Landeshauptmann Haslauer sagt, also ja, das war halt ein bisschen schwierig, diese 2-3 Jahre, aber jetzt ist es ja vorbei, jetzt können wir ja nach vorne schauen. Also im Gegenteil, man kann nicht nach vorne schauen, wenn man das nicht aufarbeitet, was da passiert ist und es sind nach wie vor auch große Verwundungen da in der Gesellschaft, gerade auch in seiner ÖVP. Ich glaube, das unterschätzt er ein bisschen, wie viele ÖVP-Wähler und auch Funktionäre er da vor den Kopf gestoßen hat. Und ich hoffe, dass das am 23. April dann auch seine Wirkung zeigt, weil sowas kann. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, mein Gott, ich meine, damals hat man es noch nicht besser gewusst, man hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ist das jetzt nicht ein bisschen, macht sich nicht die FPÖ ein bisschen leicht, indem sie irgendwie sagt, na, Corona, was ihr den Bürgern angetan habt, was hättet ihr ihnen denn nicht angetan? Wie hättet ihr denn reagiert? So viel hätten sie auch gar nicht anders machen können. Und es gibt noch immer sehr, sehr viele, die ganz klar hinter einer Impfpflicht stehen und auch sagen, sie sind froh, dass sie geimpft sind. Also, dass man es nicht besser gewusst hat, das hat zugetroffen in den ersten Wochen und meinetwegen noch im ersten halben Jahr. Aber spätestens dann hätte man sehen müssen, dass es doch ein bisschen anders gelagert ist und dass dieser Virus uns jetzt nicht alle dahin rafft, wie man es am Anfang auch vorhergesagt hat. Also man hätte dann schon umdrehen können. Das war ja auch für die FPÖ damals die Entscheidung, dass man in den ersten Wochen natürlich auch gesagt hat, gut, wir wissen nicht, was da kommt, wir wissen jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Wir aber dann schon relativ schnell gemerkt haben, da stimmt was nicht. Und dann auch den Mut gehabt haben, dass wir umgedreht haben und dass wir gesagt haben, na, man muss das kritisch hinterfragen, was sich da alles
alles abspielt und dann die nächsten Lockdowns, es war ja nicht nur einer, es waren ja, ich weiß schon gar nicht mehr wie viele, und auch bei der Impfpflicht, dass wir da sofort kritisch waren und gesagt haben, das braucht es einfach nicht. Also man kann uns jetzt nicht vorwerfen, im Nachhinein weiß man alles besser, weil wir waren ja schon währenddessen kritisch und haben das alles hinterfragt und das war ja, weiß Gott, nicht einfach. Also ich kann mich erinnern, gerade auch seitens der ÖVP Salzburg da beschimpft worden zu sein als Lebensgefährder und ich war ja noch schuld am Tod der Oma vom Nachbarn. Also lauter solche Geschichten haben sie da abgespürt, Blut an unseren Händen und. Ich finde das immer ganz lustig, wenn dann die ÖVP von Tonalität oder Ton spricht, weil die waren die Ersten, die das über Bord geworfen haben, gerade in dieser Zeit. Also so einfach kann sich dann Landeshauptmann nicht machen, zu sagen, wir wussten es ja nicht besser. Und was wollt ihr jetzt konkret von ihm? Also sollte es wirklich so sein, dass ihr in Arbeitsgespräche über eine mögliche Koalition geht, muss er sich da vorher hinstellen wie der arme Schüler und sagen, ich gelobe, ich tue das nicht mehr, ich sperre niemanden mehr ein. Ich meine, ist das nicht irgendwie so auch ein bisschen eine kindische Aktion, jetzt zu sagen, so, jetzt stell dich in den Eckerl und schäm dich vor all deinen Wählern, nur damit wir Genugtuung haben? Also ich glaube, dafür ist das Thema zu ernst, um das vielleicht als kindisch abzukanzeln. Im Gegenteil, die ÖVP hat ja von sich aus schon gesagt, man muss irgendwie diese Gräben, die da aufgerissen worden sind, wieder überwinden und muss schauen, dass man wieder zu einem Miteinander kommt. Und das kann ja keine Einbahnstraße sein. Also ich habe vom Landeshauptmann bis heute kein Wort der Entschuldigung gehört. Bis heute habe ich nicht gehört, dass er sagt, die Impfpflicht war ein Fehler. Im Gegenteil, er stellt sich ja nach wie vor hin und sagt, also aus damaliger Sicht war das absolut richtig. Aus damaliger Sicht hat man schon im Dezember, als diese Impfpflicht aufgekommen ist, gewusst, dass sie nichts bringen wird und dass sie auch nicht mehr notwendig ist. Also er hat noch nie gesagt, ja, aber das ist ja genau die Frage. Geht es wirklich darum, dass man irgendwie sagt, er muss sich hinstellen und sagen, das war ein Fehler, nur damit man Genugtuung hat? Was hat denn der Wähler davon? Na, Genugtuung ist es, glaube ich, nicht. Aber es geht darum, wie viel Glaubwürdigkeit hat die Politik noch und worauf kann man vertrauen und kann man sich auf das Wort eines Landeshauptmanns verlassen? Da ist eh leider Gottes schon sehr, sehr viel passiert und ich glaube, viele verlassen sich ohnehin nicht mehr auf dieses Wort. Aber wenn er noch etwas retten will von seiner Glaubwürdigkeit und abtreten will als Landeshauptmann, dem er Vertrauen hat können, dann müsste er diesen Schritt machen. Sie haben es gerade angesprochen, die Osterfestspiele sind das Einzige, um die sich der Landeshauptmann wirklich kümmert in Salzburg. Naja, sie sind aber auch nicht die Osterfestspiele per se, aber überhaupt die Festspiele und die Kultur ist natürlich auch der größte Publikumsmagnet für Salzburg, bringt sehr, sehr viele zahlungskräftige Gäste, insbesondere Schweiz, Deutschland, da kommen schon gute Gäste nach Salzburg, die viel, viel Geld für die Wirtschaft da lassen. Warum muss man da jetzt irgendwie wieder draufhauen und sagen, ah, der interessiert sich ja nur für die Festspiele, es hat ja tatsächlich was gerade für die Altstadt. Ja, natürlich, das sehen wir ja auch nicht anders. Also es ist kulturstiftend natürlich auch für das Bundesland, dass wir die Salzburger Festspiele ausrichten und das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, das ist ganz richtig. Aber es gibt halt nicht nur die Festspiele und wir haben es in anderen Bereichen ja auch oft gesehen, dass wenn man sich nur als Kulturbundesland versteht, dass dann andere Bereiche völlig in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel beim Thema Wissenschaftsstandort. Also wir verlieren ja jedes Mal den Kampf um Unis in Salzburg. Wir haben es noch nie geschafft, dass man zum Beispiel eine medizinische öffentliche Uni nach Salzburg bringt oder jetzt auch die TU, wo man im Wettstreit mit Oberösterreich wieder den Kürzeren gezogen hat. Das hat schon auch ein bisschen damit zu tun, wie man sich versteht als Bundesland. Ob wir wirklich nur die Kulturhauptstadt des Kulturbundeslands sind oder ob wir auch Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sind. Und das sind wir. Und 25% der Wertschöpfung in Salzburg kommt ja auch aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Aber wenn ich mich nach Wien halt immer so generiere, dass wir das Geld vom Bund de facto nur für Kultur brauchen und nicht für andere Einrichtungen, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn in der Öffentlichkeit dieses Bild eben so dasteht, dass sich der Landeshauptmann nur um die Kultur kümmert und alles andere vielleicht ein bisschen weniger prioritär behandelt. Da höre ich jetzt aber doch sehr viel Kritik am Landeshauptmann raus. Dennoch, wie schaut es aus, wenn es jetzt so ist, wie es in den Umfragen derzeit ist, seid ihr beide die Platzhirschen, wie man so schön sagt. Da stellt sich jetzt dann die Frage, könntet ihr überhaupt miteinander, wenn es denn so wäre, beziehungsweise würden Sie überhaupt mit dem Herrn Haslauer da eine Politehe eingehen wollen? Weil ich höre nur, das macht er schlecht und das muss er schlecht und entschuldigen muss er sich. Also da würde jetzt vielleicht der Mediator sagen, die Ehe ist verloren, bevor sie angefangen hat. Ja? Also ich meine, geht sich das aus oder ist das jetzt doch sehr viel Wahlkampfgewäsch und Geschwätz, was da kommt mit, er muss sie entschuldigen und... Also ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass ich natürlich eine sehr große Kritikerin auch immer war, gerade in den letzten Jahren vom Landeshauptmann, dass das auch etwas ist, was er nie gewohnt war, weil sich irgendwie jeder in Ehrfurcht vor ihm immer wieder in die Knie gegangen ist de facto. Ich bin halt jetzt die Erste, die ihm in die Augen schaut, wenn er ihn kritisiert. Aber das ist ja für mich nichts Negatives. Also das ist ja Politik, dass man sich in die Augen schauen kann, diskutiert und Argumente austauscht. Das kann auch hart in der Sache sein, das ist ja absolut in Ordnung. Also wenn man da jetzt beleidigt ist seitens der ÖVP, dann ist das ein schlechtes Demokratieverständnis. Aber wie es ausgeht nach der Wahl, wird wahrscheinlich auch vorzeichnen, wie die nächste Koalition ausschaut. Und wenn dann da vielleicht herauskommt, gut, der Wählerwille ist so, dass Schwarz-Blau die zwei stärksten Parteien sind, ja, dann muss man das akzeptieren und respektieren. Und das heißt für mich natürlich auch, dass man sich an einen Tisch setzt, auch mit einem Wilfried Haslauer, und darüber redet, wie es in der Zukunft gehen kann. Der Weg wäre natürlich ein weiter, da mache ich ja keinen Hehl daraus. Da müsste er sich bewegen, genauso wie ich mich auch bewegen müsste. Wohin würden Sie sich bewegen müssen? Naja, natürlich auch in Richtung
Richtung Wilfried Haslauer. Irgendwo wird man sich ja bei welchen treffen müssen. Punkten würden Sie nachgeben? Wo sind so momentan Kluften zwischen euch, wo Sie sagen, da baue ich zumindest eine Hängebrücke? Also ich glaube, bei den Themen wird es generell spannend, weil ich aktuell bei der ÖVP auch gar nicht weiß, welche Themen sie ernst meinen und welche nicht. Also es gibt da große Differenzen auch in dem, was sie vorgeben zu wollen. Beispielsweise beim Thema Deutsch als Voraussetzung für geförderte Wohnbauten. Da sagt man irgendwie offiziell, zumindest der Landeshauptmann sagt, dass man will das nicht. Das ist völlig egal. Wir bauen Wohnungen für alle und nicht nur für jene, die in Salzburg leben und auch Deutsch sprechen und sich integrieren, sondern es ist völlig egal, was man da als Voraussetzung mitbringt. Auf der anderen Seite beispielsweise in Wahlkabinen gibt die ÖVP wieder etwas völlig anderes an. Also ich weiß tatsächlich nicht, welche Linie die ÖVP jetzt fährt. Und ich glaube, sie haben sich selbst auch ein bisschen vergessen in den letzten 5 Jahren der Dirndl-Koalition mit Grünen und Neos. Da hat man sich irgendwo ein bisschen angepasst. Jetzt entwickeln alle wieder ein Eigenleben, aber das ist seit 6 Wochen vor der Wahl ein bisschen zu spät. Also das heißt, Sie haben schon den Eindruck, dass sich die ÖVP wie das Fähnchen im Wind dreht und durchaus auch in eine blaue Richtung drehen würde, wenn denn nur der Landeshauptmann-Sessel warm bleibt und der Herr Haslauer drauf sitzen darf. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Ja, ich glaube, je nach Wahlergebnis wird die ÖVP ganz schnell wieder katholisch werden, wenn sie sehen, wenn sich nichts anderes ausgeht. Bei uns in der letzten Umfrage war es ja gleich auf. Jetzt könnte man dann sagen, wie macht es der Streichholzin oder Stere, Schein, Papier? Wer entscheidet sich dann, wer Landeshauptmann, Landeshauptfrau sein darf? Beziehungsweise wären Sie überhaupt bereit, dass Sie sagen, ich bin die Nummer 2 hinterm Herrn Haslauer? Ja, aktuell die Umfragen sind ein bisschen Zahlen aus der Lottotrommel. Also ich tue mir sehr schwer. Es ist alles möglich. Von 20-30% in der Spannweite bewegen wir uns. Das hätte ich jetzt aber auch voraussagen können, dass wir irgendwo da dazwischen liegen. Also wie es am Ende des Tages ausschaut, keine Ahnung, aber für uns ist klar und auch für mich ist klar, der als Erster durch die Ziellinie geht, der Platz 1 erreicht am 23. April, der wird auch einladen zu Gesprächen und der wird, so seine eigene Partei das auch so sieht, auch der Landeshauptmann sein. Und ob das jetzt wir sind oder die ÖVP, das wird am Wahlergebnis liegen. Aber ich höre schon ganz klar raus, Haslauer ist der Staatsfeind Nummer 1 für die Salzburger FPÖ zumindest. Also da ist sehr, sehr viel, wo er sagt, da sind viele Wählerstimmen, die ihm auch abknöpfen könnt. Es geht ja ganz stark in die traditionellen Werte, sind ja auch passionierte Jägerin, da weiß man ja, dass Salzburg auch ebenfalls ein Bundesland ist, wo es sehr viele von dieser Sorte gibt, Veganer eher in der Unterzahl. Ja. Ist das ebenfalls etwas, wo Sie sich ganz klar irgendwie überlegt haben, wie positioniere ich mich auch als Marlene Swatzek, als die Frau, die auch in Männerdomänen eindringt, damit ich hier wirklich Wähler von der ÖVP abgreife? Ist das alles ein bisschen Kalkül, wenn man sie da so traditionell mit den urigen Werten verbunden sieht, in Tracht auftreten sieht? Man fragt sich immer, wie viel echtes Swatzek ist da drin? Also so viel Kalkül kann man gar nicht haben, als dass das dann nicht unauthentisch wirken würde. Im Gegenteil, ich habe vor 5 Jahren die Jagdprüfung gemacht aus Interesse heraus. Und Lust am Morden, wird jetzt vielleicht manch einer sagen. Nein, Lust an der Natur, ganz im Gegenteil. Lust am Kreislauf und auch am Wissen, weil ich bin irgendwann einmal draufgekommen, selbst zwar am Land aufgewachsen, aber ich kenne mich einfach viel zu wenig aus und finde dann Diskussionen mit den Grünen immer total spannend, weil wenn man irgendwo gegen Massentierhaltung ist beispielsweise und wenn man gegen diese ganzen Zustände ist und für einen bewussten Fleischkonsum, dann müsste man ja als allererstes auf Jäger kommen und als allererstes müsste dann eigentlich die Jagd hochgeschätzt werden, weil es gibt kein besseres Lebensmittel als Wildbret und es gibt nichts Gesünderes. Also all das erfreut mich schon immer an der Diskussion, weil man sich einfach bei Themen dann wirklich auskennt und auch mit Fakten einmal argumentieren kann. Aber Kalkül ist es nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein. Oft bin ich vielleicht sogar ein bisschen zu sehr und auch ein bisschen zu ehrlich, aber ich glaube, das darf man einem Politiker auch noch zugestehen, dass er halt Mensch bleibt, auch authentisch bleibt, auch wenn man vielleicht dort oder da ein bisschen zu ehrlich und ein bisschen zu direkt ist. Und Sie kaufen in Salzburg auch am Wochenmarkt ein auf der Schranne? Na, nachdem die Schranne ein bisschen weiter weg ist von Großgemein, ist das nicht immer drinnen, aber wir haben ja in Großgemein auch einen Gemüsemarkt beispielsweise, da muss ich gar nicht weit fahren. Und ich kaufe aber wirklich viele nur das Leute ein, was Salzburg regional ist. Sagen jetzt, ich würde so gerne auf einem dieser schönen Märkte einkaufen, aber ich kann es mir nicht mehr leisten, weil die Teuerung macht es einfach unmöglich. Wenn ich jetzt irgendwie für 2 Stückel Fisch schon 16, 17 Euro allein am Markt zahle, dann geht es einfach nicht mehr. Und wenn ich für Osterlamm beim Bäcker 19 Euro zahle, was kein Witz ist, ich habe mich selbst davon überzeugt, dann greift man sich schon ein bisschen ans Hirn und fragt sich, Salzburg, wo steuerst du hin? Das ist ja dann wirklich nur noch für jene leistbar, die sich auch die Festspielkarten leisten können, könnte ich jetzt böse sagen. So ist es. Was ist da euer Plan dahinter? Weil es kann ja jetzt nicht jeder die Schrotflinte nehmen und in den Wald ziehen und sagen, heute schieße ich mir mein Rehkitz selbst, was ich dann verspeise, da muss ich mir ja was anderes überlegen. Wo setzt ihr an? Wie wollt ihr die Teuerung in den Griff kriegen? So ist es. Das ist ja, nur mal um kurz auf das zu sprechen zu kommen, ist ja der große Unterschied zwischen uns und den Grünen. Also wir erheben ja nicht den moralischen Zeigefinger und sagen, du musst jetzt regional einkaufen und du darfst nur mehr vegan leben, weil alles andere ist schlecht und
geht gar nicht. Also man muss schon auch die Lebensrealität der Salzburgerinnen und Salzburger im Auge haben. Es kann sich nicht jeder leisten und es ist nicht jeder privilegiert. So ist es, selbst auf die Jagd gehen zu können oder das Fleisch vom Bauern kaufen zu können, weil es kostet ja trotzdem auch Geld. Auf der anderen Seite sage ich ja, wir geben so viel Geld aus für Dinge, wo ich mir oft auch am Kopf greife und für Lebensmittel dann nicht. Aber es ist gerade für Familien mit 2, 3 Kindern extrem schwer, da wirklich bewusst einzukaufen. Das muss man halt auch sehen. Was wollt ihr da machen als FPÖ? Was habt ihr da für einen Plan? Also die Grundlage dieser ganzen Teuerung ist ja die Strompreisexplosion und überhaupt die Explosion der Energiepreise. Ist da auch der Herr Haslauer schuld, weil der sitzt ja gemütlich bei der Salzburg AG? Ja, das finde ich ganz spannend, weil einmal ist er schuld, einmal nicht. Also wir hatten in den letzten Wochen ja viele Diskussionen um den Strompreis, wo wir doch als Opposition immer wieder auch Druck gemacht haben und Kritik geübt haben an der Salzburg AG. Er ist ja gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender, wo er uns dann immer wieder erklärt hat, also er kann nicht eingreifen in dieses Unternehmen. Er ist nur Aufsichtsratsvorsitzender, aber de facto hat er nichts zu entscheiden, auch nichts über die Unternehmenszukunft und wie man mit Gewinnen umgeht oder nicht umgeht. Jetzt, seit 2 Wochen, lese ich in jeder Tageszeitung Inserate der ÖVP, dass der Landeshauptmann er selbst nämlich jetzt günstige Strompreise durchgesetzt hat. Also jetzt kenne ich mich nicht mehr ganz aus, was der Landeshauptmann kann oder was er nicht kann. Ich glaube aber, er könnte sich stärker einmischen, davon bin ich überzeugt. Das ist halt jetzt irgendwo eine Wahlkampftaktik, dass wir kurz vorher einen neuen Tarif präsentieren, wo auch wieder nicht klar ist, wie das nach dem 23. April ausschaut, weil den gibt es erst ab 1. Juni. Und wir sind da wieder bei Strompreisen von 19 Cent, also 19,90 netto, das heißt brutto, mit allen Aufschlägen sind wir wieder bei 24, 25 Cent. Und das ist immer noch um ein Vielfaches mehr als noch vor 1,5 Jahren. Da waren wir bei 7, 8 Cent. Also in Wahrheit ist das jetzt ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man könnte da mehr machen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Salzburg AG auch diesmal wieder Millionengewinne machen wird. Und Investitionen sind schon gut, wichtig und richtig, aber nicht nur. Und wenn man jetzt einen neuen Tarif kreieren kann, dann verstehe ich nicht, warum man die sinkenden Preise, die ja auch am internationalen Markt sinken, nicht direkt weitergeben kann. Warum es da wieder einen neuen Vertrag braucht, der ja irgendwo auch wieder verbindlich ist und knebelt. Und wenn die Preise noch weiter hinuntergehen, wie geht es dann mit diesen Tarifen weiter? Also da ist vieles noch irgendwo ein bisschen im Unklaren und ich befürchte, dass sich die Nebel erst nach der Landtagswahl wirklich lichten werden, was sich dort abspielt. Also wenn die Karten auf den Tisch kommen, die FPÖ wäre auf jeden Fall für flexiblere, transparentere Strompreise. Habe ich das richtig verstanden? Definitiv. Erstens transparent, um zu wissen, wie kommt der Strompreis zustande. Wir produzieren ja auch in Salzburg eigenen billigen Strom, vor allem aus Wasserkraft, auch aus Sonnenkraft. Und diese Preise werden aber nicht weitergegeben. Und noch einmal einen neuen Tarif aufzusetzen und den dann anzupreisen, dass der jetzt möglichst billig ist, das ist schon nett. Aber eigentlich müsste es ja direkt wirken, indem ich jetzt morgen entscheide, gut, die Strompreise sinken international. Wir geben das direkt an den Kunden weiter. Es braucht keinen komplizierten Umstieg in einen neuen Vertrag. Es wird direkt auf der nächsten Stromrechnung auch sichtbar und spürbar sein. Also ganz Salzburg atmet jetzt auf. Sie können alle weiterhin OE24TV schauen, wenn die FPÖ das Sagen hat bei den Strompreisen. Wo allerdings niemand aufatmet, das ist das Thema Kinderbetreuung. Ein ganz, ganz großes Thema, gerade für junge Familien, die oft immer schon kämpfen, weil horrende Wohnpreise, gerade in Salzburg, Stadt unleistbar. Also ein Häusl kannst du vergessen, wenn du es nicht geerbt hast oder irgendwie wirklich eines schon hast oder so. Es ist unmöglich, in der Stadt Salzburg ein Haus als junge Familie zu erwerben oder zu kaufen, weil es einfach nicht mehr geht mit den Krediten. Ebenso bei Wohnungen. Wir haben es vorhin angesprochen, es werden Wohnungen gebaut für sozial Benachteiligte, die oftmals nicht einmal originär aus Salzburg sind, was vielen gerade bei der FPÖ sauer aufstößt. Ja. Aber da passiert einfach sehr, sehr wenig. Und dann kommen natürlich noch die Belastungen für die Kinderbetreuung hinzu. Wie ist da die Position der FPÖ? Ja, es war ja jetzt vor kurzem auch die große Ankündigung und dann auch die Umsetzung des Gratis-Kindergartens in Salzburg. Das hört sich gut an. De facto handelt es sich da nur um 20 Stunden, also nicht um den ganztägigen Gratis-Kindergarten, sondern 20 Stunden, sprich der Vormittag ist gratis. Und jetzt haben wir die doch ein bisschen schizophrene Situation, dass die Gemeinden ihre Tarifmodelle umstellen und dass der Kindergarten für manche Eltern jetzt sogar teurer wird, weil sie beispielsweise den Vormittagstarif nicht mehr anbieten, aber einen Nachmittagstarif, der dann teurer wird. Also das Ganze war ein bisschen eine Harakiri-Aktion, kurz vor Wahlkampf. Und was mich da einfach sehr aufregt, ist, dass wir jetzt wirklich über 5 Jahre permanent gefeilscht haben mit der zuständigen Landesrätin um jeden Cent, wenn es um die Qualität der Betreuung geht. Also gerade die Kindergartenpädagoginnen, die ja irrsinnig viele Aufgaben in den letzten Jahren dazu bekommen haben. Also es ist ja noch herausfordernder geworden, der Beruf. Und es ist ja mittlerweile nicht mehr nur Betreuung, es ist ja wirklich schon auch Pädagogik, die da dahinter steckt und auch Bildung. Und da haben wir immer streiten müssen um jeden Cent für kleinere Gruppen beispielsweise, einfach, dass sie die Qualität der Betreuung verbessert. Und die Kindergartenpädagoginnen
können auch eine Zukunft in dem Beruf haben, weil es ist ja auch immer schwieriger, dass man Menschen dafür findet, die das machen. Und jetzt, kurz vor der Wahl, werden da die Millionen aus dem Fenster geworfen und am Ende bleibt wiederum übrig, dass der Kindergarten teilweise sogar teurer wird. Also, ja, aber teilweise nur. Wenn ich jetzt irgendwie natürlich die Gegenposition einnehmen darf, ist es nicht gut, dass zumindest schon mal der Vormittag also kostenlos wird und gratis wird, weil viele Mütter arbeiten natürlich in Teilzeitjobs gerade am Vormittag. Da kann man doch sagen, das ist schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn man jetzt wieder sagt, nur der Nachmittag kostet was, dann ist das halt vielleicht auch ein bisschen unfair, oder? Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, natürlich. Wir haben ja auch mitgestimmt, wenngleich wir schon auch gewarnt haben vor den logistischen Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Und die Landesrätin ist momentan sehr stark im Wahlkampf und lässt irgendwo auch die Gemeinden mit der Abwicklung alleine. Ich bin ja selbst Vizebürgermeisterin in meiner Heimatgemeinde und kriege auch mit, was das für Gemeinden bedeutet, das alles umzustellen. Und eben manche kassieren dann halt jetzt mehr. Und das war ja auch nicht Sinn der Sache. Aber die Qualität der Kindergärtnerinnen wird sich natürlich nicht auf die Preise des Kindergartens auswirken. Ich gebe Ihnen recht, in dem Punkt zumindest. Ja. Sie haben schon recht, auch die Arbeit im Kindergarten ist eine sehr hochwertige, die gehört definitiv besser entlohnt. Ich glaube, da sind sich alle einig, die Kinder im Kindergarten haben und wissen, was dort alles vonstatten geht. Ja. Also ich möchte nicht tauschen, ich hätte nicht die Nerven dazu. Aber die große Frage ist natürlich die, was macht die FPÖ, damit es wirklich dann spürbar leistbarer wird? Weil nur zu sagen, so wie es jetzt ist, ist nicht gut. Was ist da euer Vorschlag? Was hättet ihr euch überlegt? Ja, wir waren ja eben beim Gratis-Kindergarten dabei und das ist ja in Ordnung so, das passt ja. Aber ich glaube, künftige Investitionen, die müssen eher in die Qualität der Betreuung gehen, weil wir haben teilweise jetzt auch Situationen in Gemeinden. Also das heißt, die Familien sollen weiter zahlen, dafür sollen die Kindergärtnerinnen mehr Geld kriegen? Naja, die Qualität soll verbessert werden. Also inwieweit man noch weiter entlasten kann, das muss man sich anschauen bei den Beiträgen. Also beim Kindergarten bin ich absolut dabei, darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, ich finde es einfach unfair den Pädagoginnen gegenüber, weil immer um jeden Cent gekämpft hat werden müssen. Und jetzt hat man die Millionen für diese Gratisbetreuung. Und ich kenne viele Eltern, die sagen, wir zahlen gerne für den Kindergarten, wenn wir wissen, dass die Qualität stimmt und dass die Rahmenbedingungen auch passen. Aber das eine tun, das andere nicht lassen. Wenn künftige Investitionen gesetzt werden, dann glaube ich, muss es wirklich in die Qualität gehen, weil wir haben teilweise auch Situationen, wo wir Gruppen zusperren müssen, weil die Pädagoginnen fehlen, weil das Arbeitsumfeld, die Bedingungen einfach nicht mehr passen. Und das kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass dann zwar alles gratis ist, aber man kann es nicht mehr in Anspruch nehmen, weil man einfach die Kapazitäten dafür nicht hat. Aber beißt sich da nicht die Katze ein bisschen in den Schwanz? Zwar bessere Pädagoginnen, die aber mehr Geld brauchen. Das heißt, der Kindergarten wird allalong für die Eltern dann erst recht wieder teurer. Da sehe ich jetzt momentan keinen Ausgang aus der Situation. Nein, das soll es nicht sein. Aber man sieht ja auch, wofür Geld da ist im Landesbudget. Und da muss ich den Kindergarten nicht verteuern. Im Gegenteil, ich glaube, da kann man stückweise natürlich nach unten gehen. Aber das wird halt nicht von heute auf morgen gehen. Aber mir geht's einfach darum, wenn man jetzt in naher Zukunft Investitionen in diesem Bereich tätigt, dann muss es in Richtung Qualität gehen. Und das andere, was wir als FPÖ halt immer auch vertreten, ist auch die Kleinkindbetreuung, wo wir sagen, Kinder unter 3 Jahren, wenn sich eine Familie dafür entscheidet, egal ob das jetzt Vater oder Mutter ist, dass sie in diesen ersten 3 Jahren zu Hause bleibt, dann muss das genauso möglich sein, wie ein Betreuungsplatz, der zur Verfügung stehen muss. Also da wieder das eine tun, das andere nicht lassen. Das wäre für uns Wahlfreiheit, dass man wirklich auch Müttern und Vätern offen lässt. Entscheiden Sie sich dafür, dass Sie, wenn Sie im Job sind, in der Karriere sind, dass Sie die Kinder in einen Fremdbetreuungsplatz geben oder dass Sie die Kinder zu Hause familienintern selbst betreuen. Das wäre dann die Wahlfreiheit und da fehlt natürlich momentan die finanzielle Wertschätzung. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, über die Strompreise überhaupt, über die gesamte Teuerung, die doch sehr stark zurückzuführen ist auf den Krieg in der Ukraine. Die FPÖ hat da eigentlich eine ganz klare Ansicht. Die Sanktionen gegen Russland könnt und wollt sie eigentlich in dem Ausmaß nicht mittragen. Wie ist jetzt hier die Position von Marlene Swatzig zum Thema Ukraine-Krieg? Ja, genauso. Also ich finde das immer etwas unfair, wenn man sagt, wir hätten uns nie ausgesprochen gegen diesen Angriffskrieg. Also wir haben, glaube ich, immer klar gemacht, dass dieser Krieg von Russland ausgeht und dass das zu verurteilen ist. Aber das eine ist das moralische Verurteilen, natürlich. Und das andere ist aber das, wenn man sich realpolitisch anschaut, dass Sanktionen ja den treffen sollen, der diesen Krieg ausgelöst hat, in dem Fall Putin und Russland, und am Ende dann herauskommt, dass wir uns damit selbst ins eigene Knie schießen. Und das ist momentan der Fall. Also Sanktionen sollen den Aggressor treffen, aber nicht denjenigen, der diese Sanktionen auch mitbeschließt. Und momentan, nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit, hat man irgendwo das Gefühl, die Sanktionen kommen wie ein Bumerang zurück und treffen uns. Und der Krieg ist wegen dem auch nicht beendet. Und ehrlicherweise, ich sehe ja momentan kein Ende und ich sehe auch kein Einbrechen oder Einknicken Russlands. Und da habe ich dann einfach ein Problem, gerade wenn man als neutraler Staat da mittendrin dabei ist, in Wahrheit auch bei der Kriegstreiberei und auch bei den Worten nicht aufpasst. Weil Diplomatie ist natürlich etwas, was sehr stark über Worte geht.
Und wenn da der Kanzler und auch die Grünen in der Regierung überhaupt keine Sensibilität mehr haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht mehr als neutrale Republik gesehen werden, sondern in Wahrheit in diesem Einheitsbrei mit dabei sind der Europäischen Union, die das ja alles nur noch stärker anfachen und kein Ende in Sicht ist. Also ganz kurz zu diesem Thema noch bleiben, Sie haben es angesprochen, die Neutralität ist für die FPÖ nicht in Frage zu stellen, also soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Das heißt, ein NATO-Beitritt wird von der FPÖ auch konsequent ausgeschlossen, auf gar keinen Fall. Aber wie schaut es denn da mit allein präventiv gesehen einer Wehrpflicht für Frauen auf? Marlene Swarczyk steht so quasi als die einzige starke Frau in der FPÖ, da sie werden mir widersprechen, aber die Zuschauer zu Hause kennen nicht sehr viel mehr als sie in Wahrheit. Und da fragt man sich dann schon irgendwie, punkto Gleichberechtigung, Sie selbst nehmen gerne ein Gewehr in die Hand. Glauben Sie, das wäre zeitgemäß, dass man sagt, nicht nur Männer sollen immer irgendwie Karenz und Co. machen, diese klassischen Rollenbilder irgendwie aufräumen, sondern vielleicht auch mal Frauen? Wären Sie für eine Wehrpflicht für Frauen? Ja, das finde ich ja spannend in der Diskussion. Also wenn man immer darüber redet, Frauen wollen die Hälfte vom Kuchen, dann müssen wir vom gesamten Kuchen de facto reden. Dann müssen wir nicht nur vom DAX-Vorstand oder von Unternehmensführungen sprechen, sondern natürlich auch von Arbeiten, die traditionell auch Männer erledigen. Also wenn ich gerade am Bau schaue, da sehe ich sehr wenig Frauen. Also da müsste ja dann natürlich auch der Umkehrschluss oder die logische Konsequenz sein, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt auch Quoten und 50-50 am Bau und auch in anderen körperlich schweren Bereichen. Ähnlich wäre es bei der Wehrpflicht. Also ich bin ja zum Glück niemand, der das will oder der das verlangt, dass es Quoten gibt. Weil wenn, dann müsste man konsequent sein und nicht nur dort, wo man sich als Frau die Rosinen herauspicken kann. So gesehen kann ich mit dem Vorschlag auch eher wenig anfangen, weil ich ja nicht zu jenen gehöre, die das einfordern in allen Bereichen. Im Gegenteil, ich glaube, es hat auch Gründe, warum Männer in der Wehrpflicht sind, warum Männer auch über die Jahrhunderte gesehen in den Krieg gezogen sind und Frauen sich da um andere Dinge gekümmert haben. Und das jetzt irgendwo zwangsweise umzudrehen, das halte ich für nicht gescheit. Es gibt also, das ja Frauen, heißt, Frauen gehen auf die Jagd, aber nicht zum Militär. Nee, es gibt ja Frauen, die sich freiwillig dafür entscheiden, aber auch zum Bundesheer zu gehen. Das ist ja sehr in Ordnung. Und auch die Jagd wird auch immer weiblicher. Das ist auch in Ordnung. Aber ich würde es niemandem aufdrücken oder zwangsweise. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wir sind ja da bekannterweise gegen Quoten und auch gegen Verpflichtungen. Zwangsbeglückung gibt es auch immer wieder in Salzburg, wenn es die Flüchtlingsquartiere betrifft. Ein ganz, ganz heißes Thema, was allen ziemlich wehtut. Die Aufregung ist immer groß, nämlich genau dort, wo diese Flüchtlingsquartiere entstehen. Aber Salzburg muss halt wie jedes andere Bundesland auch hier einen Pflichtteil mittragen. Wie ist Ihre Position dazu? Ja, wir müssten nicht. Also es gibt ja dieses Durchgriffsrecht des Bundes nicht mehr. Das war ja nach 2015 der Fall, wo man wirklich die Bundesländer verpflichten hat können, dass sie Quartiere bereitstellen müssen. Das gibt es nicht mehr. Also wenn Salzburg jetzt sagen würde, stopp, unsere Kapazitäten sind erschöpft, wir haben keine neuen Quartiere mehr, wir haben keinen Platz mehr dafür, dann ist das so. Dann kann sich der Innenminister auf den Kopf stellen, es wird nichts bewegen. Also wir haben momentan ja wirklich wöchentlich neue Eröffnungen von Asylquartieren. Da wird am Anfang dann immer gerätselt, wer denn da kommt. Oft ist die Hoffnung dann der Bürgermeister, da kommen ukrainische Familien, Frauen und Kinder. Es wird dann meistens, ja, holt einen die Realität ein, weil es sind junge Männer aus Afrika und aus arabischen Staaten und keine ukrainischen Familien. Und jetzt, glaube ich, wissen wir seit Jahren, dass wir da ein riesengroßes Problem haben. Die ÖVP spricht permanent von irgendeiner Asylbremse. Nur ankommen tut halt nichts. Also wir spüren in Salzburg überhaupt nichts davon. Wäre das eine absolute Bedingung für Sie innerhalb von einer möglichen Koalition mit der ÖVP, wenn die Zahlen bei der Wahl entsprechend sind, dass Sie sagen, ein absoluter Stopp für Flüchtlingsquartiere in Salzburg, sonst gehe ich in keine Koalition? Es müsste auf alle Fälle eine Wende kommen, gerade bei der Asylpolitik. Ich finde es ja grotesk, dass eine ÖVP das Thema Asyl und Integration den Grünen überlässt. Also das passt ja hinter und vorne nicht zusammen mit der Haltung, die man dann offiziell nach außen hat, gerade im Bund. Also das Thema Asyl wäre auf alle Fälle eines bei Verhandlungen und natürlich auch, dass man sagt, irgendwann ist einmal genug und irgendwann einmal haben wir die Pflicht erfüllt, nämlich auch die Pflicht in Richtung der eigenen Bevölkerung, dass man nicht noch mehr Quartiere eröffnet und ja da auch nicht noch mehr Probleme sich ins Bundesland holt. Aber mit der Position schließen Sie dann quasi auch eine Koalition mit der SPÖ und mit der KPÖ Plus unter Umständen durchaus schon mal aus, weil die haben ja ganz klare Ansichten zu diesem Thema. Das heißt, die würden für Sie sowieso nicht in Frage kommen, da bleiben Sie lieber der Hecht im Karpfenteich und machen weiter Opposition? Ja, die Kommunisten kommen natürlich nicht in Frage, weil die hätten ja auch gerne, dass jeder, der in Salzburg oder in Österreich lebt, sofort die Staatsbürgerschaft bekommt. Also da hätten wir dann ein ganz anderes Problem und das würde sich ideologisch natürlich nicht ausgehen. Bei der SPÖ tue ich immer schwer, was die jetzt überhaupt wollen. Also ich habe einmal gelesen, der David Ecker würde schon gerne einen restriktiven Kurs beim Thema Asyl verfolgen, nur ganz sicher ist er sich auch nicht, wie dieser Kurs ausschauen soll.
Also da bin ich wieder bei dem Thema, dass ich tatsächlich nicht weiß, was ich dann an einer Sozialdemokratie habe. Ich weiß ja auch nicht, wer am 24. April dann mit der Mitgliederbefragung, die da startet, irgendwo an der Spitze steht. Ob ich dann die Babler-SPÖ habe oder eine Doskozil-SPÖ. Mit einer Babler-SPÖ wäre es wahrscheinlich beim Thema Asyl und Migration überhaupt schwierig, weil das ist der Linksausleger der Partei. Mit einem Hans-Peter Doskozil ging es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber was da dann Kalkül oder nicht ist, das bleibt momentan auch noch eher im Trüben. Abschließend die Frage, wie geht die Wahl aus? Wie schaut es aus in Prozenten? Ja, das, wenn ich wüsste, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen gelassener und würde besser schlafen. Schicken Sie mal einen Wunsch ans Universum hier bei uns. Ja, der Wunsch ans Universum wäre natürlich das historisch beste Ergebnis in Salzburg. Das wären die 20%. Wenn wir das überspringen, dann ist schon einmal ordentlich was geschafft. Alles, was draufkommt, da freuen wir uns. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine große Verantwortung, die man dann zu tragen hat. Und ja, wenn es ganz gut ausgeht, dann muss man mit uns reden und dann kommt man an einer Koalition mit den Freiheitlichen auch nicht mehr vorbei. Marlene Swarczyk, herzlichen Dank für den heutigen Besuch im Studio. Wir werden natürlich dabei sein, wenn Marlene Swarczyk ihr Kreuzerl macht. Davor sehen wir sie allerdings noch hier in einer großen Elefantenrunde mit Wilfried Haslauer und allen anderen Kandidaten aus Salzburg. Das wird hart werden, fürchte ich, für die anderen, auch vielleicht für Frau Swarczyk. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sie heute auch dabei waren. Nach einer kurzen Werbepause machen wir hier weiter. Bleiben Sie dran.